Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner, Sie haben bei der Eröffnung der diesjährigen Grünen Woche angekündigt, es wird Ihre letzte sein. Was werden Sie denn am meisten vermissen? Also die Grüne Woche an sich werde ich natürlich vermissen und die Begegnungen mit vielen Menschen, die sich auch informieren über die Leistungsfähigkeit, über die Nachhaltigkeit unserer Branche und zwar direkt oft bei den Produzenten, die hier alle ausstellen auf der Grünen Woche. Haben Sie in den vielen Grünen Wochen, die Sie jetzt schon erlebt haben, eine Lieblingshalle, einen Lieblingspunkt, wo Sie sich immer wieder drauf freuen? Ja, natürlich meine eigene Halle, das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Hier haben wir umfassend die Informationen sowohl für die Verbraucher als auch für die Landwirte mit Forschungseinrichtungen und zugehörigen Behörden, die wir auch praktisch vertreten. Also man kann sich rundum informieren. Information ist auch ein gutes Stichwort. Auf der diesjährigen Grünen Woche ist ein großes Thema das Wohl von Nutztieren. Was wird sich da in Zukunft politisch tun? Also zum einen verhandeln wir gerade das Tierschutzgesetz, aber generell würde ich sagen, haben wir gerade in Deutschland die höchsten Tierschutzstandards überhaupt. Nichts ist so gut, dass es nicht besser werden kann, deshalb ein neues Tierschutzgesetz, aber auch die Möglichkeit für die Verbraucher, wenn sie wollen, auch mehr zu differenzieren über die gesetzlichen Standards hinaus. Und deshalb habe ich gemeinsam mit dem Tierschutzbund ein Label vorgestellt, das in zwei Stufen die Möglichkeit bietet, den Verbrauchern, auch wenn Sie mehr Geld ausgeben wollen, auch einen zusätzlichen Gegenwert auch einzukaufen. Vielen Dank, Frau Aigner. Dankeschön.